Geheimdienste wollen die Lizenz zum Schnüffeln, Nutzer endlich schnelles Internet für alle und Telekom und Co. Vorfahrtsregeln für ausgewählte Datenpakete. Der digitale Raum ist angefüllt mit Begehrlichkeiten. Und die Politik muss die Entscheidungen für die Zukunft der digitalen Gesellschaft treffen. Der Bundestag hat daher in diesem Jahr einen eigenen Ausschuss eingerichtet, den für die sogenannte digitale Agenda. Das klingt wichtig. Und die Netzpolitiker in den Fraktionen hoffen, mit einem eigenen Ausschuss endlich von Medien und Bürgern etwas weniger als Exoten wahrgenommen zu werden. Doch wirklich angekommen fühlen sie sich noch nicht. Höchstens? Zu drei Viertel, würde ich sagen. Weil wir haben zwar den Ausschuss, aber dieser Ausschuss ist nicht federführend. Das bedeutet, die Netzpolitiker dürfen zwar ihre Meinung und Einschätzung äußern. Sie dürfen auch Vertreter der Regierung zu Fragestunden bitten. Die wirklichen Entscheidungen aber, die treffen andere. Die Netzpolitiker sitzen also bis auf Weiteres in einem Ausschuss ohne Macht. Am Ende, wenn man ein Gesetz verabschiedet, gibt es sogenannte Beschlussempfehlungen. Und da ist dann der Internetausschuss, wie ich ihn mal kurz nenne, einer von vielen, die auch was sagen können. Aber die eigentlichen inhaltlichen Debatten, die Frage von Anhörungen, die findet im Rechtsausschuss statt, im Innenausschuss statt, im Wirtschaftsausschuss statt. Und das ist dann schon ein Problem. Ist der Ausschuss für die digitale Agenda also bloß ein Debattierclub für Fachpolitiker? Thomas Jatzombek sieht das nicht so eng. Er ist der Netzpolitiker der CDU, also der Partei, die maßgeblich dafür gesorgt hat, dass der Internetausschuss und seine Befugnisse genauso sind, wie sie sind. Jatzombek zieht Parallelen zwischen Netzpolitik und der Umweltbewegung. Auch Umweltpolitiker waren im Parlament schließlich lange Zeit nur Exoten. So lange bis, dass es zum ersten Mal einen Ausschuss gab, anfangs auch noch von manchen belächelt, auch noch nicht mit allen Rechten ausgestattet und inzwischen ein Politikfeld, was, glaube ich, keiner mehr in Frage stellen würde. Ob sich die Netzpolitik diese Geduld leisten kann? Die Spielregeln für das Digitale werden jetzt aufgestellt, nicht in 30 Jahren. Manch einer kann aber auch diesem zahnlosen Ausschuss etwas abgewinnen. Zum Beispiel Wolfgang Schulz. Der Direktor des Berliner Instituts für Internet und Gesellschaft ist besorgt über die Zersplitterung der Netzpolitik innerhalb der Bundesregierung. Gleich drei Ministerien sind irgendwie fürs Digitale zuständig. Das Innenministerium für den Datenschutz, das Verkehrsministerium für die Infrastruktur und den Breitbandausbau und schließlich das Wirtschaftsministerium für die Spielregeln beim Datentransport. Auch wenn der Internetausschuss also selbst nichts zu sagen habe, er könnte der zentrale Ansprechpartner werden, der Netzpolitik bislang fehlt, hofft Schulz. Denn es ist tatsächlich ein Ausschuss, der für unterschiedliche Politikfelder zuständig ist, während man bei der Bundesregierung ganz unterschiedliche Ansprechpartner hat. Wenn die Abgeordneten hier diese Chance ergreifen, glaube ich, haben sie die Chance, das hier zu einer Sternstunde des Parlamentarismus zu machen. Der Internetausschuss könnte also eine Art Servicezentrale für die Netzpolitik werden. Eine Vermittlungsstelle, die Ideen sondiert und dann auf der politischen Agenda platziert. Aber nicht alle politischen Beobachter teilen diesen Optimismus. Allein schon, weil der Internetausschuss in Sachen Transparenz und Bürgerbeteiligung bislang selbst kein Vorbild ist. Die Netzpolitiker tagen hinter verschlossenen Türen. Thomas Jatzombek hat für diesen von Kritikern als anachronistisch empfundenen Hang zum Hinterzimmer eine einfache Erklärung. Wenn eine Kamera dabei ist, dann wird meistens nicht mehr effizient getagt, sondern viele Kollegen neigen dann dazu, spannende Erklärungen abzugeben, nur weil es Zuschauer gibt und arbeiten nicht mehr so an der Sache. Dabei bietet doch gerade das Internet etliche Werkzeuge und Dienste, mit denen man Beratungen öffentlich dokumentieren und diskutieren könnte und die ganz ohne laufende Kameras auskommen. Die Opposition wünscht sich jedenfalls, dass aus dem Digitalausschuss ein kleines Labor würde, das einen echten Rückkanal zum Volk einführt. Und das heißt, dass man natürlich Ausschusssitzungen öffentlich machen sollte, dass man die Vorlagen öffentlich machen sollte, dass es die Möglichkeit gibt, von Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, hey, an dieser Stelle wäre es vielleicht noch gut, diesen oder jenen Punkt anzuführen und der Ausschuss sich dann damit beschäftigt, ob er das auch so sieht oder nicht sieht. Und so hat der Bundestag nun zwar einen Ausschuss für die digitale Welt. Der sucht im Jahr 1 seiner Geschichte aber immer noch seine Rolle. Willkommen im Neuland.